Lugano noch nicht viel zu. Da aufgepasst! Kaum sag ich's, ist der Gast in Führung. Scheibe wird abgelenkt und kullert irgendwie an Sandro Thorkirchen vorbei ins Tor. Aber das ist der Führungstreffer für die Gäste. Der Wenka schießt und dann ist es Jäcker, der mit der Ferse seinen Torhüter versucht. Unermüdlich treibt er seine Spieler an. Nächster Ablenker, dann hat's eingeschlagen Alessio Bertaccia. 33 Sekunden vor Ende dieses Mittelabschnitts und jetzt sage ich's, der hochverdiente Ausgleich für den HC Lugano. Eine Dutzendchance, wie wir sie schon einige Male gesehen haben heute Abend für das Heimteam. Aber jetzt stand ein Spieler goldrichtig. Es war die Nummer 10 des HC Lugano, der hier die Klick. Aufgepasst! Suri 2:1. Am Ursprung allerdings der Fehler von Melvin Niefeler. Da wollte er zu viel. Das Tor muss er teilweise auf seine Kappe nehmen. Natürlich dann auch etwas Pech aus Sicht der Lakers, dass die Scheibe direkt bei Suri landet. Walker mit der guten Vorarbeit.